Eine interessante Anekdote über Smartphones ist, dass das erste iPhone fast nicht zustande gekommen wäre. Laut Insiderberichten hatte das Entwicklerteam Schwierigkeiten, eine geeignete Touchscreen-Technologie zu finden, die zuverlässig genug war, um im iPhone verwendet zu werden. Sie testeten verschiedene Technologien, aber keine davon erwies sich als zuverlässig genug. Schließlich fand das Team jedoch eine Technologie, die von einem kleinen Unternehmen namens Synaptics entwickelt wurde und beschloss, sie im iPhone zu verwenden. Wenn sie diese Technologie nicht gefunden hätten, hätte das iPhone möglicherweise nie das Licht der Welt erblickt. Aber fangen wir doch mal von vorne an. Die ersten Smartphones wurden Mitte der 1990er Jahre von verschiedenen Technologieunternehmen entwickelt, darunter IBM, Apple, Nokia und andere. Eines der ersten Smartphones, das auf den Markt gebracht wurde, war das IBM Simon, das 1993 vorgestellt wurde. Es hatte viele der Funktionen, die man heute in modernen Smartphones findet, wie zum Beispiel eine Touchscreen-Oberfläche, die Möglichkeit, Anrufe zu tätigen und zu empfangen, sowie verschiedene Anwendungen auszuführen. Seitdem haben sich die Smartphones weiterentwickelt und sind heute ein wichtiger Bestandteil unseres täglichen Lebens. Ein Smartphone ist ein tragbares Gerät, das in der Regel über einen Touchscreen verfügt und als Mobiltelefon, MP3, Player, GPS-Navigationsgeräte, Kamera und Minicomputer genutzt werden kann. Die meisten Smartphones haben eine Internetverbindung und können Zugang zu verschiedenen Anwendungen, Apps, bieten, die zum Beispiel zur Organisation des Alltags, zum Spielen oder zum Ansehen von Videos genutzt werden können. Ein weiteres wichtiges Merkmal von Smartphones ist ihre Fähigkeit, Nachrichten zu senden und zu empfangen, wie zum Beispiel SMS, MMS und E-Mails. Steve Jobs war einer der Gründer und CEO von Apple und hatte somit eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Smartphones, die von Apple produziert wurden. Unter seiner Führung hat Apple das erste iPhone entwickelt und auf den Markt gebracht, das im Jahr 2007 vorgestellt wurde. Das iPhone war eines der ersten Smartphones, das einen vollständig berührungsempfindlichen Bildschirm und eine benutzerfreundliche, von Apple entwickelte Benutzeroberfläche hatte. Das iPhone hat dazu beigetragen, das Smartphone zu einem integralen Bestandteil unseres täglichen Lebens zu machen und hat den Weg für viele andere Smartphone-Hersteller bereitet. Eine Sache, die vielen Leuten vielleicht nicht bekannt ist, ist, dass viele Smartphones über Funktionen verfügen, die für Menschen mit Beeinträchtigungen nützlich sein können. Zum Beispiel gibt es in den Einstellungen viele Optionen, die dazu beitragen können, das Smartphone für Menschen mit Sehbehinderungen oder Hörschädigungen zugänglicher zu machen. Zu diesen Optionen gehören zum Beispiel größere Schriftgrößen, eine optionale Schriftvergrößerung beim Scrollen, Schriftfarben, die sich an den Hintergrund anpassen und vieles mehr. Es gibt auch zahlreiche Apps, die speziell für Menschen mit Beeinträchtigungen entwickelt wurden, wie zum Beispiel Sprachausgabe-Apps für Menschen, die Schwierigkeiten haben, Text zu lesen. Zum Schluss noch eine kuriose Anekdote. Im Jahr 2010 wurde in London ein Mann namens John Terry ermordet. Die Polizei hatte Schwierigkeiten, den Fall zu lösen, da es keine Augenzeugen gab und keine offensichtlichen Spuren, die zu einem Täter führen konnten. Schließlich fanden sie jedoch heraus, dass der Täter das Smartphone des Opfers benutzt hatte, um Textnachrichten zu senden und zu empfangen, nachdem der Mord geschehen war. Sie verfolgten die Spur dieser Nachrichten und fanden schließlich heraus, dass sie von einem Mann namens Tony Ellis gesendet worden waren, der ein enger Freund des Opfers war. Ellis wurde schließlich verhaftet und wegen Mordes angeklagt, und das Smartphone des Opfers hatte dazu beigetragen, ihn zu überführen. Dies zeigt, wie wichtig Smartphones manchmal bei der Aufklärung von Verbrechen sein können, da sie oft wichtige Beweise enthalten, die bei der Ermittlung von Tätern helfen können.